tägliches Seelenbrot zum 21. Juli, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Psalm 103, Vers 3. Beachte auch dieses. Es ist ein unaussprechlicher Trost und beinhaltet die andere große Hilfe, die wir gegen die Sünde nötig haben. Wenn wir die Vergebung der Sünden erhalten haben, dann brauchen wir auch die Gnade zum Ablassen von der Sünde. Auch dies will der Herr geben. Er heilt alle deine Gebrechen. So wahr er dir deine Sünden vergeben hat und so wahr du diese Vergebung angenommen hast, also ein Kind Gottes bist, in Vereinigung mit deinem Heiland lebst und damit den Heiligen Geist hast, ebenso wahr hast du dann einen solchen Sinn, dass es dein höchstes Anliegen und dein höchster Wunsch ist, von den dir noch anhaftenden Gebrechen befreit zu werden. Nichts bedeutet dir eine schwerere Plage als die eigenen Schwachheiten und Sünden. Beachte dies. Deine Mängel sind jetzt deine schwerste Plage. Ist dieser Sinn nicht deinem Glauben gefolgt, so weißt du nicht, was der wahre Glaube ist. Wenn du auch viel erfahren hast, alle Stücke der Gnadenverordnung verstehst und jetzt meinst, dass du den Glauben hast, so ist dein Glaube doch nur ein selbstgemachter Wahnglaube, solange du nicht von deinen eigenen Mängeln mehr als von irgendetwas anderem Bösen auf Erden beschwert wirst. Die Schrift sagt ausdrücklich, die geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Oder? Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Nun ist's aber unmöglich, dass derjenige, der Christi Geist hat, nicht auch daran denken sollte, heilig und Christus ähnlich zu werden. Ja, dass er darin nicht sein Hauptanliegen hat und in demselben gerade unter den Mängeln leidet. Denn Christi Geist kann unmöglich mit dem Fleische in Frieden und Einigkeit sein. Ebenso unmöglich ist es, dass das Fleisch, die sündige Natur in uns, mit dem Geiste einig sein kann. Darum bekennt auch Paulus von sich: Ich habe Lust an Gottes Gesetz nach dem inwendigen Menschen, also die neue Kreatur in uns, die aus Gott geboren ist. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte und nimmt mich gefangen in der Sünde Gesetz. Aber zum anderen müssen wir hier auch recht verstehen, was das heißt, dass der Herr alle unsere Gebrechen heilt. Viele meinen, es bedeutet, dass wir ganz von ihnen befreit werden, wodurch wir bald ganz rein wie Christus sein würden und wie wir im Himmel sein werden. Das aber ist ein Irrtum. Der Herr wird zwar jedes Mal unsere Gebrechen und geistlichen Krankheiten heilen, sie können aber immer aufs Neue wiederkommen. Niemand sei sicher. Wir haben gesehen, dass Paulus immer ein Gesetz in seinen Gliedern fühlen musste, das dem Gesetz in seinem Gemüte widerstrebte und ihn zuweilen gefangen nahm. Hier geht es wie mit dem leiblichen Heilen. Im Leiblichen kann ein Mensch auch immer wieder straucheln, fallen, sich stoßen, Schaden nehmen oder sonst krank werden. Und Gott hat uns nie eine Sicherheit dagegen gegeben. Stattdessen aber hat er die Erde mit Heilmitteln ausgestattet und uns Ärzte gegeben, um allerlei Krankheiten zu heilen. So auch hier. Gott macht uns auf Erden nie frei von allen Gebrechen. Aber er selber will unser Arzt sein, wie er spricht: Ich bin der Herr, dein Arzt. Die Kirche Christi auf Erden ist gleichsam ein großes Krankenhaus, wo ein jeder seine Krankheiten hat. Du wirst keinen einzigen Heiligen finden, der nicht ein besonderes Gebrechen fühlt, mit dem er zu kämpfen hat. Außerdem sind mir viele zu ohnmächtig, um uns davon frei zu machen. Wenn dies in unserer Macht stände, dann würde jeder Christ es sicherlich sofort tun. So ist denn unser einziger Trost, dass der Herr selber unser Arzt sein und beständig alle unsere Gebrechen heilen will. Auch hier heißt es nicht geheilt hat, als wäre es nur einmal geschehen, sondern dass es nicht mehr notwendig, so dass es nicht mehr notwendig wäre, sondern hier steht heilt, was wiederum beständig geschieht und beständig geschehen wird. Und solches macht er in dieser Weise, dass er zuerst unseren alten Menschen straft, betrübt, schlägt und tötet und uns nachher, wenn wir um Gnade rufen, ertröstet, erquickt und aufrichtet und uns dann einen neuen Vorsatz gibt
vorsichtiger zu wandeln. Er sagt so tröstlich: Seht ihr nun, dass ich allein es bin? Ich kann töten und lebendig machen. Ich kann schlagen und kann heilen. Nimm David dafür zum Beweise. Außer kleineren alltäglichen Mängeln fiel er zuweilen in schwere Krankheiten. Das eine Mal fiel er in eine unreine Lust, und zwar so mächtig, dass er die Frau seines Nächsten nahm, und sie, der Herr, schlug ihn. Aber er heilte ihn auch. Das andere Mal war es der Hochmut, so dass er sein Volk zählte, und sie, der Herr, schlug ihn. Aber er heilte ihn auch. Da sang er diesen Psalm: Lobe den Herrn, meine Seele, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Was soll ich tun? Verderben kann ich wohl, des Bessern glückt mir nicht. Verspreche ich es, so wird die Lüge voll, weil mir die Kraft gebricht. Hinweg, ihr selbstgewirkten Sachen, ich lasse Jesum alles machen. Ich kann nichts tun.